Leute, bevor das Video anfängt, würde ich mal ganz kurz sagen, checkt unbedingt gerne unten meine Facebook-Page aus, Leute, folgt mir da, denn am Sonntag um 18 Uhr, also dieser Sonntag um 18 Uhr, Leute, wird der heftigste Stream meines ganzen Lebens kommen, deswegen checkt die Seite ab, Leute, ihr könnt Sachen gewinnen, mit uns Mörder spielen, Infiziert spielen, Hide and Seek spielen, ich werde dann voll Kidmap-Sack machen und, Leute, alle Leute werden dabei sein, also wirklich jeder YouTuber wird dabei sein, Leute, deswegen seid gehypt, wir werden die heftigsten Runden droppen mit euch zusammen, deswegen nochmal unten Facebook-Seite liken, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder eine neue Runde von Hamsterball Dart in Fortnite Battle Royale, Leute. Ihr könnt es glaube ich schon sehen, warte. Hier hinten haben wir das fette Dartfeld und da haben wir Ultimate Peak. Ja, Bruder, ich glaube, ich habe ein bisschen Grippe. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Digga. Ich bin voll schnell auf einmal. Ja, genau, Leute. Und, Bruder, guck mal, wie der da hockt. Der wartet gerade auf seinen Auftritt, so. El Peach. Lass die Grippe! Komm, warte, komm hin! Ah, ich hab deinen Arsch! Ich hab deinen Rücken! Komm her, Junge! Egal, gib mir deine Scheiße! Okay, auf jeden Fall, Leute, ihr könnt schon sehen, die neuen Hamsterbälle sind jetzt draußen und wir haben uns gedacht, komm, machen wir damit mal ein kleines Fortnite Dart mit den Hamsterbällen. Das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wie immer, darf Bruder starten. Ja, gut, mach, komm, fang an. Okay. Geht los. Bruder macht den Turnaround, Digga, um das ganze blaue Ding und... Und Gold, oh mein. Also Leute, würde ich sagen, als nächstes bin jetzt ich dran und danach kann Odemar machen. Du bist immer zum Schluss, weil du nichts wert bist. Klein Beispiel. Du bist wie im Sport früher in der Schule, Bruder. Du wirst zuletzt gewählt. Stimmt doch gar nicht. Ich war immer der wo wählt. Ja, okay, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, let's go. Oha, was mache ich? Oha. Okay, Leute. Auf geht's. Komm jetzt mit dem Turnaround hier, Digga. Gib ihm. Let's go. So. Warum redest du wie Opa Schmuck? Das war ein... Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Okay, ich bin dran. Und los geht's! So, gib ihm. Yeah. Hoffentlich jetzt auch genauso schlecht wie ich. Digga, so, ich wollte gerade blond sagen, Digga. Ich mach Gold, Digga, pass auf jetzt. Er macht blond. Und turn around und komm, zack, gib ihm! Junge, als ob Bruder als einziger jetzt eine Waffe nehmen darf. Warte, Bruder, welche Waffe hast du überhaupt bekommen? Bruh, aber voll die Müllwaffe, Digga. Goldene Pistole mit Visier. Wow. Digga, unterschätzt die Waffe nicht. Müll, Digga, ach. Also eigentlich ist es ja ziemlich gut, dass du so eine schlechte Waffe bekommen hast, weil dann haben wir halt noch bessere Chancen. Und willst du nochmal machen? Ach, Bruder, ja, normal. Der die heute wieder Gold. Komm. Komm, kick den weg. Hol dein Gold. Lass die Box weg. Scheiße. Okay, und mal gucken, was er kriegt, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Bodak macht wieder den Flip-Dick 360 und... Lila, Baby. Lila. Oh, aber hoffentlich was Schlechtes. Guck mal nach, Bodak. Halt's Maul. Was ist es? Selbe Pistole, Lila. Junge, warum hast du die Waffen direkt nebeneinander? Wer hat die Map gebaut? Mein Bauteam, Alter. Link das unten in der Videobeschreibung, Leute. Okay, ich würde aber sagen, Leute, jetzt hat Bruder zwei schlechte Waffen bekommen und wir haben gar nichts getroffen. Von daher würde ich sagen, drei. Oder Mann, geh weg, geh aus dem Weg. Bruder, man geht nicht auf Schienen. Leute, merkt euch das fürs Leben, man geht nicht auf die Schienen, sondern man geht auf meine Facebook-Seite, gibt mir da ein Like, Leute, und man benutzt meinen Creator-Code im Shop und dann kauft meinen... Reicht jetzt mit Werbung. Ich würde mal sagen, Leute, ich gebe jetzt hier mein Bestes, Alter. Also los geht's. Junge, Bruder, du kleines Arschloch, Alter. Kleiner Bastard. Junge, hör doch auf! Du kleiner Wichser, Mann! Das Ganze machen wir jetzt nochmal neu. Okay, Jungs, neuer Turn. Oh. Auf geht's, diesmal ohne Bruder. Komm, Digga, mit dem Grappler-Trick, oder wie? So, Digga, auf geht's, oh mein Digga. Gott. Jetzt kommt der Flip. Und? Komm. Nein! Was? Das hat der jetzt nicht gemacht, Digga. Nein, ich sterbe! Nein! Aber Leute, ich habe die Mitte getroffen vom Legendären. Das heißt, ich darf mir jetzt da die legendäre Kiste gönnen. So Leute, ihr könnt schon sehen, wir sind jetzt hier im legendären Loch drin. Das heißt, ich kann mir jetzt die Kiste gönnen. Mal gucken, was ich jetzt kriege. Und... Oh... Digga, was ein kranker Loot, Leute. Aber wir haben ja noch einen letzten Versuch. Und da würde ich sagen, geh mir wieder nach oben zu den anderen. Oh, du Mann. Ich bin dran. Gib dein Bestes, Bruder. Ich gebe mein Bestes, Bruder. Du musst was Besseres kriegen als Burak. Weil Bruder gönne ich nicht. Ich mach Auge. Okay, ich mach doch kein Auge. Oh mein Gott. So, mal gucken. Digga, der Hit ist gut in der Mitte, ja, Alter. Ich hab's gerade loslassen müssen. Nein! Kann er nicht, er muss die Drehung machen. Digga, oh mein Gott. Ich bin so kacke, Digga. Ich bin so kacke, Digga. Oha, sorry, Digga. Da war gerade ein bisschen Forty in dir drin. Das Ding ist, weißt du, was gerade passiert ist, Digga? Hä? Ich hab mich verrechnet. Ach so. Ah. Weißt du, um wie viel ich mich verrechnet habe? Wie viel? Um 20.000.
Okay, Bruder, du bist noch mal dran und jetzt gucken wir mal, dass du vielleicht eine bessere Waffe kriegst. Oh. Ja, mit Schwanz Boost, Digga. Komm, wir kicken ihn noch mal. Der kleine Bastard, Digga. Komm, Junge. Oha. Aber jetzt, okay. Ey, warte, jetzt, komm, mach. So, Leute, ich gönn Burak jetzt sogar eine geile Waffe, Digga. Weil er hat bis jetzt nur Müll bekommen, deswegen darf er jetzt mal einmal eine geile Waffe kriegen. Und Halsmaul. Was? Auch Mütze. Das heißt, er hat jetzt denselben Loot wie ich, Leute. Weil die ganzen Kisten, Leute, sind immer dieselbe. Sprich, im goldenen Loch sind halt viermal dieselbe Kiste. Alter, okay. Jetzt muss ich trotzdem noch strugglen. Aber ich meine ja, wir haben noch einen Versuch. Deswegen, Leute, müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir noch eine bessere Waffe haben, damit wir Burak's Loot trotzdem noch irgendwie übertreffen können. Hör auf zu schlagen, du kleinen Basch. Komm. Lol, ich kann die Schaden machen. Ich kann zu dich zu Odomas schlagen. Egal, Leute, ich würde sagen, wir probieren das mal ein letztes Mal, von daher, auf geht's! Aber ich treffe noch, ich treffe noch. Der geht. Komm. Ich will jetzt lila. Er kriegt lila. Okay, Leute, wir haben sogar lila, aber nur eine einzige Waffe, also keine Kiste. Und das war, glaube ich, hier die mittlere. Das heißt, mal kurz abchecken. Bruder, da ist ja meine Pistole besser. Bruder, die normale Armbrust, muss ich zugeben, ist scheiße. Aber kennst du die hier? Was ist? Wie viel Leben hast du? Ich hab 155. 155? Oha! Lol! Was? Lol! Wie geil ist das denn? Wann ist das? Wie das so vor allem leer geht, Digga. Und jetzt, Burak, du hast 200 Leben, ne? Ja. Yeah. Drei Leben, Digga, halt's Maul. Digga, die Scheiße macht 197 Schaden auf den Kopf, Digga. Leute, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, gerade mit dem besten Loot, den man im ganzen Spiel kriegen kann. Okay, Bruder, ja. Okay, Odoman. Odomani! Komm, Digga, gib ihm. Ich gönne dir jetzt auch mal besseren. Wenigstens, dass du irgendwas triffst. Ich mach Auge. Hoffentlich. Ich mach jetzt richtig Auge, Bruder. Nein, aber mach nicht. Der hat keine Waffen. Jetzt Falle. Zwei Turnaround? Zwei okay. Turnaround. Ja, der zweite Turnaround war kein Turnaround. Aber blau. Blau. Grün. Grün, Digga. Hör auf, Digga. Nicht mal blau gönnen die mir. Digga, egal, wenig, Bruder, wenigstens, dass du etwas. Ich glaube, ich kann schon sehen. Echt? Echt, Alter. Alter, wie soll ich mit dem... Wie soll ich mit einem Jagdgewehr kämpfen, Digga? Nein, komm. Ey, wir machen Ehrenaktion. Du darfst vom grünen Feld die Kiste nehmen. Oh, nice, okay. Digga, okay. Immerhin ist das besser, Leute. Von daher würde ich sagen, wir haben jetzt alle unsere Loot. Wir haben unsere Turns gemacht, Alter. Von den ganzen Würfen habe ich theoretisch am besten abgeschnitten. Ich würde aber sagen, Leute, wir gehen jetzt in die Deathmatch Map. Und Leute, jetzt sind wir auch schon wieder drauf auf der Deathmatch Battle Map. Leute, ihr könnt schon sehen, das Ganze hier hat mein Bauteam gebaut. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und ich muss sagen, mir gefällt die Map richtig gut. Jeder von uns hat jetzt drei Leben, deswegen würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1. Und der Letzte, der überlebt, der gewinnt das Ganze halt dann einfach. Oh mein Gott. Ey, das gibt's nicht, Digga. Was geht ab? Ey, ich hab grad dein Herz an mein... Ass gesehen, Digga. Oha, okay, Bruder, gibt mir auch gute Hits. Wie die alle in ihrer Base chillen. Ohne Witz, Digga. Ey. Ja, schmeckt. Ah, diese machst du, oder, Mann? Huh. Was los, Land? Come on. Oh, wie war's los? Komm. Come on, Bitch. Bruder, von hinten. Ah. Ey, Mann, flieg. Ah, hör auf. Oh mein Gott. Nein. Ich hab Odoman. Okay, Odoman raus. Bruder, du kleiner Abstauber. Komm her, Bruder, du kleiner ehrenloser Kill. Nein! Oh, du auch, mein Junge, du bist so ein Abstauber! Bruder, einfach mit Kopf spielen, weißt du? Er sagt mit Kopf spielen, er wartet ganz in seinem Haus, Digga, bis wir los sind. Bruder, einfach mit Kopf spielen. Das hat doch funktioniert. Digga, das ist so unfair. Der campt mich ab, Digga, das ist unfair. Hallo! Ihr werdet niemals so checken, ich werde nicht auf meinen Onkel vor sie gehen. Schimmer, Digga, der ist oben, Digga. Wo, warte. Ey, der spielt gegen uns, Digga, der ist hier oben. Digga, warum schießt du auf mich? Warum spielen die auch beide gegen mich? Junge, weil du mir im Weg standest! Kleiner Bastard, Digga. Okay, du Digga, die Sache ist halt, Leute, wir haben... Oha. Zähne, Leute, wir haben halt auch 400 Leben. Digga, Budak, ne? Du kleiner Highground-Camper. Ah, nein, hör auf. Okay, ich geh mal. Gibst du auf? Ja, ich geh mal. Also, nicht das Ding jetzt, ne? Ja. Bruder? Ja? Hallo? Bruder, ja. Guckst du eigentlich auch neben dich? Ey, Digga, ich bin tot. Oh mein Gott, von der Seite richtig eklig. Bruder hat mich gerettet. Was? Ach was, Digga. Bist du raus? Ja. Halt's Maul.
Oh mein Gott. Weil Burak so eklig mich abgekriegt hat. Digga, ich will mit Burak darf man nicht solche Battles machen, Alter. Das ist ein ekliger Türke. Das ist ein richtiger ekliger Türke, Digga. Du bist selber Türke. Ich schwöre, dass ich ein Türke sein muss. Ey, chill. Oh, bitte Türke, komm mit mir. Fisch, was gibt denn mir für Kombi gerade? Ey, ich werde das niemals holen. Hol ihn, Kidmate. Komm her, Bruder. Ich räche jetzt Udo, Mann. Treff doch komm. Alles, Digga. Ja, treff doch alles. Ey, dieses Game ist so lächerlich. Das ist auf Ehre genimmt, mein Sohn. Ehre genimmt. Ich hab noch ein Leben und guck mal, wer hinter dir ist. Ehre genimmt 2, Digga, du kleiner Bastard. Kleiner Bastard, du kleiner. Drei, wie viele Leben hast du noch, Ahmed Kurt? Genug. Eins, also. Guck mal, wie er mich da eklig abengt. Das soll ein ekliger Spieler sein, Digga, ist klar. Du bist eklig. Natürlich bist ja, du aber eklig. Ich darf das sein. Ja. Ahmed muss ekliger sein, ich der ist Marokkaner, Bruder. Oder mit Marokkaner sind am ekligsten. Aber ich schwöre, die Marokkaner nicht, Bruder. Berber. Oh, Leute, oh. Tone kommt! Tone kommt! Die Tone kommt! Gott, kommt. Ihr müsst ihr müsst schnell. Ich werde dich so raus aus die Tür. Wir haben halt 400 Leben, Leute. Oh mein Gott. Okay. Nachladen. Let's go. Oh mein Gott, was ein Kampf. Burak muss kommen, Zone kommt. Die Zone? Lot, nein. Oh Burak, jetzt komm her. Bis zum Tod. Let's go. Oh. Schöner Hit, Digga. Noch einer? Noch einer. Bam, Junge. Auf geht's. GG, Alter. GG. So, Leute, ihr könnt auch schon sehen. Die Zone kommt jetzt. Ich hab das Ganze gewonnen mit 4 Kills. Boah, also ohne Scheiß, ich hab noch nie gerade so ein Herzklopfen bei dem Fight, Alter. Warte mal. Du hast 4 Kills, ich hab 4 Kills. Oder wie viel hast du? Nein. Ich bin der Champion der Herzen, Digga. Ich bin der Sieger der Herzen. Ja, Mann. Dafür erstmal alle Hashtag schlecht in die Kommentare, Leute. Ansonsten würde ich aber auch sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir wieder gerne einen Daumen nach oben da und checkt die Jungs ab. Link zu denen unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei dem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, unbedingt auch am Sonntag um 18 Uhr bei meiner Facebook-Seite beim Livestream. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Haut da rein. Peace. Tschüss.